Wenn Krokodile weinen könnten, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, dann über diesen unverfrorenen SPD-Antrag. Als wenn die neue Obdachlosigkeit ein typisches Frauenproblem sei. Ein einfacher Blick in die Statistik zeigt, dass die neue Obdachlosigkeit insbesondere auch ein Männerproblem ist. Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, ehrlich währt am längsten. Woran liegen denn die Ursachen des Wohnungsmangels? Es war Ihre Partei, die im Jahr 2009 zusammen mit den Grünen eine Unternehmenssteuerreform umsetzte, mit verheerenden Folgen für den heimischen Wohnungsmarkt. Unterm Strich sieht das nämlich so aus. Ihre Partei hat unsere Wohnungs- und Infrastruktur ausländischen Finanzinvestoren zum Fraß vorgeworfen. Kapitalunternehmen, die außer Rendite rein gar nichts interessiert. Erst recht nicht das Wohl der Mieter. Und nun haben Sie die Unverfrorenheit, den Millionen durch Ihre Politik gebeutelten Mietern und Wohnungssuchenden 100.000 Asylanten entgegenzustellen. Menschen, die ihrerseits ein Stück von unserem Kuchen haben wollen. Laut Flüchtlingsstatistik der Vereinten Nationen lebten Ende Dezember 2017 allein in Nordrhein-Westfalen 433.000 Asylsuchende. Das sind mehr als in ganz Italien. Ihre Goldstücke sind es, die jetzt in den Wohnungsmarkt drängen und dadurch die Preise in die Höhe schnellen lassen. Deren Mieten werden zum Großteil durch den Staat gezahlt. Man will sich ja nichts nachsagen lassen. Dagegen kommt Otto Normalverbraucher nämlich nicht mehr an. Der verabschiedet sich in die neue Obdachlosigkeit und hadert mit seinem Schicksal. Sie allesamt, nicht die AfD, hetzen also mit Ihrer Politik die Menschen gegeneinander. Die müssen nämlich jetzt um die Reste kämpfen. Meine Damen und Herren, bei den neuen Obdachlosen hat der Anteil an ausländischen Frauen infolge des Asyltsunamis rapide zugenommen. Viele geflüchtete Frauen flüchten vor ihren gewaltbereiten muslimischen Herren gleich weiter in die Frauenhäuser. Bei der Gelegenheit, der vorausschauende Haushaltsvorschlag der AfD sah mehr Geld für Frauenhäuser vor. Unseren Vorschlag haben Sie rundweg abgelehnt. Er kam ja von der AfD. So klein ist Ihre Welt, meine Damen und Herren, Kollegen der Blockadeparteien. Und dabei wussten Sie genau, dass die Frauenhäuser aus allen Nähten platzten. Sie weisen ja selbst darauf hin. Und jetzt weise ich mal auf etwas hin. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel aus meinem Heimatkreis Minden-Lübbecke. Dort hat die Stadt Minden 2015 insgesamt 343 Wohnungen für sogenannte Flüchtlinge angemietet. Von diesen Wohnungen, hören Sie ruhig zu, von diesen Wohnungen stehen momentan 93 leer. 93 stehen leer, weil die SPD-regierte Stadt sie ausschließlich für Zuwanderer reserviert hat. Und das erklären Sie doch mal jedes Mal den Obdachlosen, den alleinerziehenden Müttern und jungen Familien, die keine Wohnungen finden. Erklären Sie das mal den Steuerzahlern, die nicht nur für diese leeren Wohnungen Monat für Monat bezahlen. Steuerzahler, die jetzt zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau in Anspruch genommen werden. Sie erzeugen künstlich Mangel, um diesen dann zu bekämpfen. Das Verfahren kennen wir noch von der zu Recht untergegangenen DDR, und solche Zustände wollen wir hier nicht. In Minden hat deshalb die AfD-Fraktion einen Antrag im Bauausschuss gestellt. Wir forderten, diesen Wohnraum für alle obdachlosen und wohnungssuchenden Menschen zu öffnen. Unser Antrag wurde 13:1 abgeschmettert. Keine Fraktion außer der AfD wollte den Menschen helfen. Sie wissen auch warum. Sie erwarten in der kommenden Zeit Hunderttausende mehr oder weniger Notleidende, die in Deutschland ernährt und bedacht werden wollen. Die sollen natürlich nicht in Obdachlosen oder Notunterkünften untergebracht werden. Bei der Umsetzung des gegen die eigene Bevölkerung gerichteten Plans steht die SPD hier natürlich nicht allein. CDU, SPD, Grüne, Linke und die Freien Bürger, Sie alle blasen dasselbe Horn. Ich frage Sie, in wie vielen Städten und Gemeinden sieht es ähnlich aus wie in Minden? Wie viele tausend Wohnungen wurden durch Städte und Gemeinden vorsorglich angemietet, um den kommenden Ansturm begegnen zu können? Dazu schweigt Ihre Statistik. Wenn schon. Bis zur nächsten Kommunalwahl werden wir es sowieso wissen. Und bis dahin freuen wir uns auf die Landtagswahl in Bayern. Wie man weiß, sind die Mieten in München bundesweit am höchsten. Da geht was für die AfD. Glück auf!